Herr Dr. Christian Spähmann ist 1957 in Münster in Westfalen geboren. Man sagt in Westfalen ja einen Dickkopf nach, aber Hartnäckigkeit ist der positive Ausdruck dafür. Er praktiziert als Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Er hat studiert Medizin, Geschichte und Philosophie an den Universitäten Innsbruck und Wien. Er hat gearbeitet in der Medizin an der TU München, Klinikum rechts der Isar, in der Psychiatrie, in der neurologischen Klinik und hat gearbeitet im toxikologischen Abteilung, ebenfalls Klinik rechts der Isar. Seit 1997 sind Sie Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Das Verhalten von vielen in der Politik würde man gerne therapieren. Er hat gearbeitet an der psychosomatischen Klinik Windach am Ammersee. Er war Oberarzt an der psychosomatischen Fachklinik in Bad Dürkheim in der Pfalz. Er war Bereichsleiter in der Allgemeinpsychiatrie im Krankenhaus Kaufbeuren in Bayern. Und er war Leiter der Klinik für psychische Gesundheit am Krankenhaus St. Josef in Braunau am Inn. Seit 10 Jahren ist er selbstständig in freier Praxis in Schalchen bei Mattighofen in der Diözese Linz. Er ist Mitglied der Ärztekammern in Oberösterreich und der Bayerischen Landesärztekammer. Herr Dr. Spähmann, Sie haben Ihren Vortrag heute bezeichnet menschliche Sexualität und Ideologie der Vielfalt, ein Konzept für die Zukunft. Ich bin ausgesprochen neugierig, weil in meinem Medizinstudium haben wir über die Entwicklung der menschlichen Sexualität und ihre Ausprägungen vergleichsweise wenig gelernt. Und da hoffe ich, dass ich heute viel dazu lerne und das auch auf die politische Arbeit der Werteunion sinnvoll mit weiter verwenden kann. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Professor Pistner, für diese freundliche Einladung nach Thüringen. Und meine Frau und ich haben die Anfahrt hier genossen, ein unglaublich schönes Land, in das wir hier kommen durften oder dürfen. Ja, und ich hoffe, ich enttäusche Sie nicht zu sehr, Herr Pistner. Ich werde jetzt nicht direkt etwas sprechen über die Entwicklung der Sexualität an sich, sondern es geht mehr um einen größeren Kontext. Ich werde hier eingehen auf eine Ideologie, die mehr und mehr unsere Gesellschaft, die Gesellschaft der westlichen Welt in den letzten 25 Jahren schrittweise durchdringt. Und die niemand gewählt hat, die nie zu einer Wahl stand, die es schafft, über die Hintertüren internationaler Organisationen bis in die kleinsten Gemeinden vorzudringen. Und es geht mir darum, diese Ideologie, die mit einer gewissen Tarnsprache auftritt und mit einer Verwirrsprache hier zu entschlüsseln und Ihnen ein bisschen Sie zu unterstützen, das noch besser zu verstehen, was dahinter steckt. Vielleicht noch so eine Anmerkung. Es ist aus meiner Sicht schon möglich, dass man mich mal unterbricht und eine Zwischenfrage stellt. Und damit das mit dem Mikrofon nicht so kompliziert wird, werde ich die Frage dann einfach wiederholen. Das heißt, man kann das mir auch so reinrufen. Ich wiederhole diese Frage, sodass das jeder mitbekommt und antworte dann darauf. Insbesondere möchte ich hier auch begrüßen meinen Kollegen, den Herrn Dr. Feichtinger. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater in Erfurt und hat auch mit dieser ganzen Problematik, die ich heute anspreche, hautnah zu tun. Und ich bitte dich, Martin, dass du mich auch unterbrichst, korrigierst, ergänzt, so wie es dir, wie es gerade kommt. Ja, diese Ideologie
nennt der kanadische Psychologe und auch Philosoph Peterson, der nennt sie, der hat den Begriff Kulturmarxismus, und mir erscheint das ein ganz gut griffiger Begriff, und ich werde auch darauf eingehen, warum es sinnvoll ist, diesen Begriff Kulturmarxismus für das Gesamte, was da passiert, auch zu verwenden. Ein Unterbegriff, mit dem wir es vor allem zu tun haben, ist die Gender-Theorie und Gender-Ideologie. Die wird auch im Zentrum dessen stehen, was ich hier vortrage. Und der Oberbegriff, der hier, also Begriff, also einer der Begriffe, die hier für diese Ideologie verwendet wird, weltweit, ist der Begriff der Vielfalt. Diversity ist auch auf meinen Folien zu sehen, auf Englisch, Diversity. Und da ist dann die Rede von Schlagwörtern wie Vielfalt der Lebensformen, Vielfalt, sexuelle Vielfalt und so weiter. Ja? Und Vielfalt, dieser Begriff ist verbunden bei uns eigentlich sehr positiv besetzt. Das ist auch sehr geschickt, diesen Begriff Vielfalt zu verwenden. Wir stellen uns unter Vielfalt eine Vielfalt an Blumen in einer Wiese vor. Wir stellen uns unter Vielfalt die verschiedenen Kulturen dieser Erde vor, die verschiedenen Möglichkeiten, wie die Konstellationen der Familie gelebt werden und so weiter. Ja, dann blende ich jetzt erstmal ein woher diese Ideologie kommt, diese Vielfaltsideologie, und werde dann in einem nächsten Schritt eine Art positiven Einblendung machen auf die Konstellation der Geschlechter, weil mein Eindruck ist, dass umso mehr man auch positiv verstanden hat, die Biologie, die Psychologie, zum Beispiel die Geschlechtsunterschiede der Familie und so weiter, umso mehr man davon verstanden hat, umso mehr hat man dann auch schon Argumente in der Auseinandersetzung mit der Ideologie. Zu dieser Tarnsprache gehört vor allem auch, das wollte ich auch noch ergänzen, der Begriff der Diskriminierung beziehungsweise Nichtdiskriminierung. Und diese Begriffe Diskriminierung, Nichtdiskriminierung werden so stark in den Vordergrund gestellt, dass die meisten Menschen, die dieser Ideologie kritisch gegenüberstehen, sich eigentlich nicht trauen, diese Themen wirklich anzusprechen, weil wer möchte gerne in der Öffentlichkeit dastehen als einer, der diskriminiert? Ja? Und ich werde deshalb auch eingehen auf den Begriff der Diskriminierung. Es ist auch vielleicht noch zu erwähnen, dass in der gegenwärtigen politischen Situation, wir haben eine Vielfalt in die, ja, tatsächlich an alternativen Medien, an Blogs mit mehr oder weniger hoher Qualität, aber durchaus auch mit Leuten, die wirklich spitze sind, die aus dem Journalismus kommen und frustriert aus den Mainstream-Medien rausgegangen sind. Aber das Interessante ist, dass diese Leute, die wir da haben, kaum diese Thematik ansprechen. Ja, die Thematik der Gender-Ideologie wird, jetzt beginnt es etwas mehr zu werden durch diese Schreibweise und so weiter, diese Gender-Sternchen, jetzt kommen plötzlich auch Leute vor, die das kritisieren, aber bisher war wenig Kritik zu hören, weil mein Eindruck ist, die Leute, die gerade auch diese durchaus prominenten Blogger, aber auch einzelne Politiker, sich über das Thema nicht drüber trauen, weil das so besetzt ist mit dem Diskriminierung, Nichtdiskriminierung, weil irgendwie eine Sprache fehlt, wie man überhaupt damit sich auseinandersetzen kann. Ich möchte auch ausdrücklich alle begrüßen, die jetzt über Video zugeschaltet sind, die jetzt unsichtbar hier mit uns dabei sind. Manche Namen kenne ich schon. Das ist sozusagen der Kern der Ideologie. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja. Dieses Thema ist sozusagen ist die Grundmelodie jeder Ideologie. Man schaut nicht auf die Dinge, wie sie wirklich sind, und unterscheidet auch die Dinge nach ihrem Wesen und bemüht sich, sie zu verstehen, sondern es wird etwas drüber gelegt über die Wirklichkeit. Hier haben wir jetzt
dieser Ursprung dieser Ideologie. Ich möchte jetzt gar nicht behaupten, dass der Ursprung selber ideologisch ist, nicht? Also die Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen in den USA erscheint ja jedem berechtigt, auch im Nachhinein. Da war ja tatsächlich eine Diskriminierung nach der Hautfarbe. Und die Hautfarbe ist eigentlich kein Kriterium, zu sagen, ob jemand vorne oder hinten in einem Bus sitzt oder in welche Schule er zu gehen hat. Diese Bürgerrechtsbewegung ist aber, der kann man als Ursprung sehen für dafür, dass eine Minderheit um ihre Rechte kämpft, um Gleichheit kämpft, gegen Diskriminierung kämpft. Und wir haben dann in einem nächsten Schritt eine Ausdehnung auf alle Formen der Minderheit. Das heißt, Minderheiten an sich stehen schon unter dem Verdacht, diskriminiert zu werden. Und die Politik, es ist ein bestimmtes Denken, eine Gesellschaftspolitik, in der man nicht mehr defensiv denkt. Sozusagen jeder hat nach dem Gesetzbuch das Recht auf das und das, freie Berufswahl zum Beispiel, und das Gesetz und die Legislative oder die Exekutive schreitet ein und die Legislative oder die Judikative schreitet ein, wenn dieses Recht verletzt wird. Man könnte ja sagen, okay, man überlässt der Gesellschaft weitgehend dem freien Spiel der Kräfte. Minderheiten haben einfach ihre Rechte. Wenn sie verletzt werden, dann können sie ja auch sich melden und anzeigen. Nein, sondern man hat eine Art, der Staat sieht sich in einer Bringschuld, einzelne Minderheiten hervorzuheben, in der Absicht, dass die auch subjektiv sich gut fühlen, sozusagen in der Gesellschaft. Das ist sozusagen der nächste Schritt. Das geht also weit über das hinaus, was jetzt ursprünglich bei Martin Luther King oder so angestrebt wurde. Ja, also nicht nur die Aufhebung von Diskriminierung, sondern auch die Änderung der Mentalität der ganzen Gesellschaft. Minderheiten sind dann zum Beispiel eben alle Arten von ethnischen Minderheiten oder auch Minderheiten, Homosexuelle, Transsexuelle und so weiter. Es kommen dann ganz verschiedenste Arten von Minderheiten, die sozusagen einen Minderheitenstatus bekommen. Und dann gibt es die sogenannte Intersektionalität, das heißt verschiedene Überschneidungen von Minderheitenstatus. Ja? Ich kann also eine schwarze Hautfarbe haben und ich kann eine Frau sein, das ist jetzt nicht Minderheit, aber steht unter dem Verdacht, diskriminiert zu werden. Und ich kann lesbisch sein zum Beispiel. Ja? Das sind verschiedene Minderheitenstatus, die zusammenkommen. Ja? Verschiedenheit wird von vornherein kritisch gesehen, steht unter dem Verdacht, eine Quelle von Ungleichheit und Diskriminierung zu sein. Ja, das ist also auch ein wichtiger Gedanke. Man kann Verschiedenheit ja erstmal vom Wesen her sehen und sehen, dass man den Verschiedenheiten gerecht wird, aber Verschiedenheit wird von vornherein misstrauisch gesehen. Und zwar, wir haben es hier mit einer Übertragung des marxistischen Gedankens der sozialen Gleichheit auf natürliche Verhältnisse. Ja? Und da sind wir jetzt bei dem Begriff des Kulturmarxismus. 1990 kam die große Wende. Kommunismus ist eigentlich in der großen Teilen der Welt zusammengebrochen, auch hier, wo wir sind. Und die Linke war auch dann frustriert und hat gesehen, dass man eine soziale Gleichheit, dass das gar nicht so einfach geht. Und sie haben sich dann kapriziert, die Gleichheitsgedanken auf natürliche Verhältnisse übertragen, sprich Völker, Geschlechter, Sexualität, Behinderung und so weiter. Auf diese Dinge ist man dann draufgegangen. Bitte nächstes Bild. Ja, das ist ein ganz wichtiges Ding hier, die Negierung des Rechtsprinzips. Gleiches muss gleich und Verschiedenes kann verschieden behandelt werden. Das ist ein grundsätzliches Rechtsprinzip im Rechtsstaat, ja, das Gleiches muss gleich behandelt werden, und zwar auf in bestimmten Bereichen spielen ja bestimmte Unterschiede keine Rolle. Ja, also wenn jetzt jemand sich bewirbt auf den Posten des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn,
und man lehnt ihn ab, weil er homosexuell ist, dann ist das ein klassischer Fall von Diskriminierung, weil in Bezug auf die Deutsche Bahn die sexuelle Orientierung überhaupt keine Rolle spielt. Ja, das ist ein klassischer Fall von Diskriminierung. Ja. Verschiedenes kann verschieden behandelt werden. Das Recht gleichgeschlechtlich, also das beanspruchte Recht gleichgeschlechtlicher Paare auf Adoption, da kann ich natürlich sagen, es ist verschieden, auch für meine persönliche Identitätsentwicklung, ob ich Vater und Mutter habe oder ob ich zwei Männer und zwei Frauen habe, mit denen ich aufwachse. Das ist verschieden. Also darf es auch verschieden behandelt werden. Also ist es keine Diskriminierung, wenn ich sage, es gibt kein Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare. Die müssen sich hinten anstellen und erst wenn ich keine gegengeschlechtlichen Paare finde, dann könnte ich sie vielleicht berücksichtigen. Ja? Also wir haben ja dieses Verschiedenes, kann verschieden behandelt werden, wird ja ständig im Alltag. Ältere Leute haben gewisse Bevorzugungen in der Gesellschaft, sei es ein billigeres Bahnticket und verschiedene andere Dinge. Und Kinder werden auch anders behandelt als Erwachsene, auch gesetzlich, auch im gesellschaftlichen Leben, billigere Eintrittspreise oder wie auch immer. Und wir diskriminieren, das heißt unterscheiden ja ständig im Alltag. Ja? Die Ideologie findet Eingang in nationale, internationale Politik, Kultur und Wirtschaft. Ja? So, machen wir bitte das nächste Bild. Gehen jetzt auf die Geschlechterverhältnisse ein. Wir werden sehen, dass bei der Gender-Ideologie, beim Kulturmarxismus die Geschlechterverhältnisse oder das Verhältnis zwischen den Geschlechtern paradigmatisch, das heißt, das wird besonders als Beispiel herausgenommen und wird besonders beackert für das Ganze. Ja? Weil die Frauenrechtsbewegung, die auch unterschiedliche Richtungen natürlich hat, aber bestimmte radikale Formen der Frauenrechtsbewegung gehen sozusagen in die Gender-Richtung und wollen überhaupt den Unterschied der Geschlechter weitgehend negieren und ausklammern. Ist auch so die Frage, wofür die dann kämpfen, wenn es dann Geschlecht überhaupt keine Bedeutung mehr hat. Und wir gehen jetzt mal auf die Geschlechterverhältnisse. Und hier möchte ich jetzt genau das tun. Ich möchte positiv ein paar Sachen sagen über das Verhältnis der Geschlechter, damit wir dann auch besser verstehen, was hier ideologisch passiert. Bitte das nächste Bild. Es ist interessant, dass die Bibel ganz am Anfang spricht von Gott, der den Menschen als männlich, also nicht als Mann und Frau, sondern als männlich und weiblich erschuf. Und die hebräische Sprache und generell das jüdische Denken ist immer sehr sinnfällig und sehr direkt. Und es ist nämlich interessant, dass männlich Saka ist das Durchbohrende und das Nikwa, das weiblich, ist das durchstoßen werden, also passiv durchstoßen werdende. Ja? Also hier ist eine sehr deftige Sprache. Nächstes Bild. Wie erklärt man sich überhaupt, dass männlich-weiblich zustande gekommen ist? Die Evolutionsbiologen erklären das so in der Tierwelt, dass der Vorteil der Ausbreitung der eigenen Spezies oder beziehungsweise auch des einzelnen Tiers, dass es sich möglichst vermehrt, hat zwei Aspekte. Es hat den Aspekt der Quantität und den Aspekt der Qualität. Quantität heißt, dass ich als Männchen meinen Samen möglichst weit ausstreue und das erfordert Kampf gegen den Konkurrenten um Weibchen sozusagen und es erfordert auch, dass ich sozusagen von einem Weibchen zum anderen wechsle und das wäre Quantität. Aber diese Quantität der Ausbreitung, der Weitergabe der eigenen Gene würde nicht ausreichen,
wenn die Nachkommen nicht entsprechend auch sorgfältig aufgezogen werden und gewartet werden. Das ist sozusagen der Aspekt der Qualität. Und der Aspekt der Qualität lässt sich mit dem Aspekt der Quantität schwer in Verbindung bringen. Und da haben wir jetzt die weibliche Seite, das Weibchen, aber auch beim Mann, auch bei den Menschen, die Frau, kann nur wenige Junge bzw. Kinder kriegen. Und sie zeigt mehr, hier ist mehr Fürsorgeverhalten gefragt. Und wenn man sich einmal damit beschäftigt, im Tierreich, über die Verhaltensweisen von Männchen und Weibchen in der Tierwelt, dann ist das wirklich hochspannend, das ist eine unglaubliche Vielfalt. Aber es ist hochspannend, dass tatsächlich man hier findet, diese verschiedenen Tendenzen ins mehr Kampforientierte und mehr in das Fürsorgliche hinein. Und es ist auch so, dass die Forschung zeigt, dass beim Menschen Mann und Frau tatsächlich verschieden sind in ihren Verhaltenstendenzen. Und das ist etwas, was ich auch nun seit vielen Jahren, bin 30 Jahre, sehe ich von morgens bis abends Patienten, mache auch Psychotherapie. Und ich sehe, dass diese Forschungsergebnisse bei mir bestätigt. Und kann auch, es gibt auch viele so Populärliteratur, wo das auch dargestellt wird. Und bitte nächstes Bild. Also wie halt die Geschlechtsunterschiede auch beim Menschen sind biologisch angelegt. Sie sind Prädispositionen, die natürlich auch unterschiedlich verteilt sind zwischen den Geschlechtern, aber im individuellen Fall auch sehr verschieden. Es gibt natürlich Männer, die unter Umständen fürsorglicher sind als ihre Frau. Das sind dann sozusagen Kreuzverteilungen. Das, was ich hier anspreche, sind statistische Werte natürlich. Und sie sind soziokulturell variabel ausgeformt. Das heißt, je nach Kultur, nach Gesellschaft werden die Geschlechtsunterschiede mehr oder weniger betont. Nächstes Bild. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Folien zum Verständnis und auch zum Verständnis, wie politische Diskussion bei uns, wie schräg die häufig abläuft. Und zwar, die Interessen von Mann und Frau sind, wenn wir jetzt die Spannung nehmen, zwischen Haus, Beruf, Sorge für die Kinder, Familie und Beruf, Karriere, Ansehen, Geld verdienen, wenn wir diese Spanne nehmen, dann sind die Verhältnisse der Geschlechter nicht einfach komplementär, sondern das Interessante ist, dass hier Männer und Frauen auch in der Hinsicht verschieden sind. Der Mann ist relativ einseitig am Beruf interessiert und relativ aus auch auf Status, auf Geld verdienen, auch auf Karriere. Allerdings nicht unbedingt in einem narzisstisch-egoistischen Sinne, sondern durchaus auch im Sinne einer instrumentellen Fürsorglichkeit. Er möchte das auch für die Familie tun, für andere tun. Das also ist nicht sinnvoll, jetzt hier den Männern einfach Egoismus zu unterstellen. Und seine Tendenz, er möchte auch natürlich auch teilhaben an der Entwicklung der Kinder, auch Familienleben haben, selbstverständlich. Aber er ist nicht so stark daran interessiert wie die Frau. Aber die Frau ist nicht einfach komplementär, dass man sagt, dieser Balken ist jetzt einfach hier genauso dick, sondern die meisten Frauen wollen eine Mischform haben. Das heißt, sie wollen sehr wohl eine Ausbildung haben, beruflich engagiert sein, aber sie wollen mehr Zeit mit der Familie verbringen, mehr Zeit mit Kindern verbringen als die Männer. Und ein Teil der Frauen sieht praktisch die Berufung in der Familie, möchte eigentlich weitgehend sich dem Häuslichen widmen und den Kindern widmen und fühlt sich da auch am wohlsten. Das heißt, sie möchte möglichst viele Entlastung haben in der Arbeitswelt und wenn es geht, vielleicht sogar auch ganz zu Hause bleiben. Und dann gibt es einen Teil von Frauen, die ist eine Minderheit, die eigentlich ganz parallel zum Mann Karriere machen will, in den Beruf hinein will und auch sich beruflich verwirklichen will. Aber es gibt eine interessante Studie von Susan Pinker,
die USA. Ihr Bruder ist Harvard-Professor, ein ganz berühmter Mann, hat das Buch geschrieben, das unbeschriebene Blatt. Und sie hat eine riesige Studie gemacht und Frauen beobachtet und interviewt, die Karriere gemacht haben und die von Anfang an in ihrem Leben einen roten Teppich ausgerollt bekommen haben, wo die Eltern, also wo nichts irgendwie ein Rollenklischee in Richtung Familie war oder eine gewisse Art Frau zu sein war. Und hat dann eben beobachtet, dass eben gerade die Karrierefrauen eben dann letztlich doch lieber Berufe hatten, in denen sie weniger Geld verdient haben, in denen sie mehr sozial orientiert waren, in denen sie mehr Kontakte zu Menschen hatten und so weiter. Und auch immer wieder Frauen, die aus dem Karriereleben frühzeitig ausgeschieden sind, um dann alternative Berufe zu machen oder überhaupt in die Familie dann doch mehr reinzugehen. Auch diese Frauen wollen auf jeden Fall mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Wir sehen das übrigens, dass nach der Geburt bereits Mädchen mehr Sozialkontakt haben als Buben. Sie nehmen mehr Blickkontakt auf zu anderen Menschen als Buben. Also es ist da bereits von vornherein auch so eine gewisse andere Tendenz da, statistisch. Bitte nächstes Bild. Das natürliche Gleichgewicht, das ist jetzt nicht exakt, ist sozusagen eine Überlappung und zwei Kurven mit zwei Gipfeln, was so die Lebensinteressen, was die eigenen Vorstellungen vom Leben anbelangt, die eigenen Lebensziele anbelangt. Nächstes Bild. Die traditionellen Gesellschaften, ich habe jetzt hier so bürgerliche Familie aus Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende 19. Jahrhundert, natürlich gilt es noch mehr für Naturvölker. Hier werden die Rollen von Mann und Frau auseinandergehalten, sehr stark auseinandergehalten. Bei den Naturvölkern ist es so, dass das Überlebens, da gibt es keinen Luxus, da muss man kämpfen ums Leben, dass man überlebt. Und hier ist die Rollenverteilung besonders krass, weil man nur durch diese entsprechende Rollenverteilung auch überleben kann. Es ist übrigens hochinteressant, dass die sogenannten Überlebenstrainer, die wir momentan haben, und die so irgendwie boomen auch, was ist, wenn jetzt hier der Strom ausfällt und wir müssen in die Wälder oder wie auch immer, die sagen alle, ja, in solchen Fällen brauchen wir eine strikte Geschlechtertrennung. Ja. Also wir haben hier dieses die Auseinanderbetonung der Kurven, die ist natürlich letztlich gegen die Interessen der Frauen, weil die Frauen lieber eine Mischform hätten. Und das ist auch, was ich beobachte bei Frauen, die aus jetzt im Rahmen der Migration zu uns kommen, das aus Afrika oder Indien, die sagen alle, dass sie diese Rolle der Frau bei sich zu Hause nicht haben wollen. Sie wollen auch sich verwirklichen beruflich und so weiter. Aber jetzt die Vorstellung, aha, die wollen genau gleich wie die Männer, ist natürlich absurd. Sie wollen in das natürliche Gleichgewicht rein diffundieren. Und das heißt, der Druck geht hier von der Frauenseite rüber in die Mitte. Nächstes Bild. Heute haben wir genau das Umgekehrte. Unsere Gesellschaft hat den Mann zum Normgeschlecht erklärt, mehr oder weniger, beziehungsweise die radikalen Feministinnen selbst, und haben bemessen sozusagen die Teilhabe der Frauen an der Gesellschaft nach Geld verdienen und Karriere und Ansehen. Das heißt, es sind doch eher männliche Werte und weibliche Lebensziele werden eher diffamiert als Klischee, als Heimchen am Herd, als was weiß ich, rückständig und so weiter. Und es wird eher Druck ausgeübt, dass sich diese Kurven weitgehend annähern. Und das Interessante ist, dass wir natürlich jetzt einen Druck in die Gegenrichtung haben. Wir haben vermehrt Frauen, das kann ich auch bestätigen aus meiner Praxis, die eigentlich aus dieser Verkrampfung raus wollen und mehr ihre Mischung haben wollen. Und das Interessante ist, dass sich das natürlich auch vieles umgekehrt hat, soziokulturell. Ne? Also vor 50 Jahren, wenn eine Frau, eine junge Mutter von zwei Kindern arbeiten gehen wollte, da haben die Schwiegereltern geschaut, oh, was, die geht arbeiten, will die sich keine Zeit für die Kinder nehmen und so weiter. Und mein armer Sohn, wenn er heimkommt, hat er nicht mehr ein warmes Essen auf dem Tisch. Ja? Und heute ist genau umgekehrt. Mir erzählen heute junge Frauen mit zwei Kindern, die gerne mehr zu Hause bleiben wollen oder vielleicht auch mal eine Zeit lang ganz zu Hause bleiben wollen, dass die von den Schwiegereltern beäugt werden. Was soll jetzt mein armer Sohn alles alleine verdienen? Geht sie nicht arbeiten und so weiter? Ja, wir haben sozusagen eine umgekehrte Situation. Ja, eine interessante Entwicklung haben wir in den Niederlanden.
ähnlichen Liedern in Norwegen. Und zwar, Norwegen ist so ein Genderland, Gleichheit für alle. Und man hat auch versucht, künstlich Frauen in technische Berufe reinzudrängen, die eigentlich gar nicht so gerne, also Mehrheit der Frauen will gar nicht in technische Berufe. Und das hat alles nicht so sonderlich funktioniert. Und jetzt ist Folgendes passiert in den letzten 20 Jahren. Sind die Frauen wieder mehr in Frauenberufe rein diffundiert, mehr in Krankenschwestern, mehr in Berufe, die sozial sind, wo man weniger verdient. Man hat sich gefragt, woran liegt das? Und zwar ist ganz einfach, das liegt daran, Norwegen ist eins der reichsten Länder der Welt und die Leute, denen geht's wirtschaftlich so gut, dass sie sich's leisten können. Das heißt, sie können sich leisten, und in das natürliche Gleichgewicht zurück zu diffundieren, sodass die Frauen sozusagen in ihre Verteilung reinkommen, die sie sich wünschen, zwischen privat und beruflich, in das natürliche Gleichgewicht, und die Männer da sind, wo sie hinwollen. Also sozusagen, wir haben eine gesellschaftliche Gegentendenz in einem der aufgeklärtesten, genderorientiertesten Länder der Welt. Gut, ich muss ein bisschen Gas geben zu diesen positiven Dingen, die ich Ihnen auch so mitteilen will, sind die Unterschiede zwischen Mutter und Vater. Da gibt es sehr viele Untersuchungen zu, die man auch nachlesen kann. Man muss sagen, dass die Frau hat eine Tendenz zu familienorientierten Lebensentscheidungen. Ja, sie ist für das Baby ansprechender, sie hat eine hohe Stimme, sie hat weiche Körperform, sie ist etwas kleiner, sie ist feinfühliger in ihrer ganzen Anlage, wie sie mit dem Säugling umgeht. Das wissen wir alles. Und sie gibt der Tochter vor allem eine weibliche Identität auch. Die Tochter kann sich an der Mutter orientieren. Dem Sohn, die spezielle Rolle gegenüber dem Sohn, das würde jetzt hier zu weit führen, aber die gleichgeschlechtliche Identität ist wichtig. Nun wird immer gesagt, na ja, da werden dann Klischees vermittelt und dann will die Tochter halt auch so leben wie die Mutter, weil sie ein Klischee gesehen hat. Ich sage, es ist eigentlich so nicht, sondern in der Pubertät kommt eine kritische Phase und dann entscheiden nämlich die Frauen selbst, wie sie später leben wollen. Und ich habe in meiner Praxis so viel gesehen, also es gibt junge Frauen, die sagen, nein, nein, also ich möchte nicht so unzufrieden zu Hause sein wie meine Mutter, ich möchte mehr beruflich tätig sein. Und andere sagen, nee, nee, also das möchte ich nicht meinen Kindern zumuten, wie es meine Mutter war, dass sie ständig weg war und ich möchte mehr für meine Kinder Zeit haben. Also das ist eine kritische Reflexion, auf deren Grundlage dann nach der Pubertät junge Frauen ihre Entscheidungen treffen. Und sie sind nicht Aufziehpuppen, die nach irgendwelchen Klischees leben. Ja? Hochinteressant sind Patienten aus dem ehemaligen Osten. Okay, hier sind wir sowieso in einem Art Visegrad-Bereich von Deutschland, aber ich meine jetzt mal vor allem Ukraine, Sowjetunion, da habe ich auch Patientinnen und es ist so, dass die durch die Bank ein anderes Lebenskonzept haben wollen, als ihre Mütter es unter dem kommunistischen Regime hatten. Gut, nächstes Bild bitte. Wir haben beim Mann eine Tendenz zu karriere- und geldorientierten Lebensentscheidungen. Wir haben eine andere Art, mit Kindern zu spielen, eine andere Art der Fürsorglichkeit. Der Bub lernt, wie es ist, ein Mann zu sein, sozusagen. Ich könnte Ihnen jetzt stundenlang erzählen, was ich alles von Patienten gehört habe, die keinen Vater hatten oder wo der Vater nicht da war, welches Leiden das auch bedeutet hat, ja, in der eigenen Identitätsentwicklung, in der eigenen Sicherheit im Leben, die man hat. Ich möchte das aber auch nicht zu hoch hängen. Wir alle haben Brüche, ist sicher vielleicht einer unter uns auch hier, der keinen Vater hat oder Vater nicht greifbar war oder wie auch immer. Selbstverständlich gibt es hier viele seelisch gesunde Entwicklungen. Der Mensch hat ja auch eine Resilienz. Aber es ist nicht einfach gleich, als Bub zwei Frauen, als sozusagen zwei Mütter zu haben oder ein Vater und eine Mutter. Das kann ich bestätigen. Das nächste Bild bitte. Ja, ich komme jetzt hier, gehe ich noch mal einen Schritt in die Tiefe. Die menschliche Bindung, auch gerade die Bindung, die wir haben, die entsteht nach der Geburt. Die Bindung ist etwas ganz Elementares. Wir sehen es sogar in der Tierwelt, wenn das Küken geboren wird und es hat nur diesen Hund neben sich und nicht die Henne, dann läuft es hinter dem Hund her. Es bindet sich hier einfach. Und
Wir sehen bei Menschen, ich bringe deshalb diese Madonna, weil die Madonna spielt eine große Rolle in der abendländischen Kultur, in der wir leben. Und die Religion hat eine, psychologisch gesehen, eine Funktion der sogenannten Symbolisierung. Das heißt, das Konkrete wird in etwas Allgemeinem dargestellt. Also hier kommt das zum Ausdruck, diese Bindung. Bindung bedeutet Orientierung, geistige Orientierung, bedeutet Sicherheit. Es bedeutet die Weitergabe von Einstellungen, die Weitergabe von Kultur und die Opferbereitschaft von Eltern und Kindern. Und das ist sozusagen der vorstaatliche Raum, in den jetzt immer mehr eingegriffen wird, und zwar nach Gutdünken des Staates, ja. Dieser vorstaatliche Raum ist aber umgekehrt eigentlich die Quelle für den Staat, die Quelle für die Gesellschaft, aus der heraus wir eben entsprechend auch kultiviert zusammenleben. Und diese Solidarität, die wir haben innerhalb von Familien, auch in Familien, die geschädigt sind, auch Familien, die neurotisch sind oder wo es schwierig ist und, auch in diesen Familien findet man extrem viel Solidarität. Natürlich da, wo Liebe da war, wo viel Liebe da war, wo gegenseitiger Respekt und Anerkennung da war, ist das alles viel einfacher. Aber Sie werden sicher keine Heimmutter finden oder kaum eine finden, die die Opferbereitschaft aufbringt, wie es Eltern gegenüber den Kindern oder auch Kinder, wenn es den Eltern später schlecht geht, bringen. Und die Solidarität, die auch da ist. Wir haben in unserer Siedlung eine Mutter mit einer behinderten Tochter und die ganze Art und Weise, wie diese Mutter für ihre Tochter einsteht, sozusagen bedingungslos einsteht, das ist eben etwas, was wirklich diesen aus der natürlichen Familie und der natürlichen tiefen Bindung heraus zu erklären ist. Jetzt machen wir einen Sprung in die Ideologie, die das alles in Frage stellt. Sozusagen eine Art Gleichheitsprinzip über diese natürlichen Geschlechterverhältnisse und Familienverhältnisse drüberlegen will und gar nicht fragt nach den Unterschieden, die da sind und auch gar nicht fragt nach den, wie ich einer Sache gerecht werde. Wir haben hier die sogenannte Gender-Theorie oder Queer-Theorie auch genannt und wir haben das Gender Mainstreaming. Das Gender Mainstreaming, das kann ich hier nicht weiter erklären, das würde jetzt den Vortrag sprengen, indem man versucht, die Gender-Ideologie sehr stark hineinzubringen in die Gesellschaft. Wobei ich sagen muss, dass im Gender Mainstreaming ist auch dann in der Art und Weise der Umsetzung auch mal positive Elemente gibt. Das müsste man dann im Einzelnen besprechen. Jetzt will ich hier nochmal zwei Sätze vorstellen, die das Ganze, diese Ideologie zum Ausdruck bringen. Die Tatsache, dass es Frauen und Männer gibt, ist vorrangig das Ergebnis einer Reihe von gesellschaftlichen Zuschreibungen und Erwartungen, die durch Erziehung, Medien, Rollenvorstellungen und Normen vermittelt werden. Das heißt, die Biologie wird geleugnet, es ist das Phänomen, Mann, Frau wird geleugnet und es wird einfach behauptet, dass die Unterschiede zwischen Mann und Frau auf Erziehung beruht und auf gesellschaftliche Verhältnisse beruht. Die erste Frage, die sich stellt, ist, wie kommt man überhaupt zu dieser Unterscheidung und wie kommt man auch überhaupt zu dieser Erziehung, wenn es nicht tatsächlich solche Unterschiede auch gäbe? Woher haben wir überhaupt den Begriff Mann-Frau, wenn nicht aus der Biologie und aus der Zeugung, aus dem Zusammensein der Geschlechter? Dann Gender Mainstreaming bedeutet, gesellschaftlich oder auch juristisch darauf zu achten, dass das Geschlecht eines Menschen dessen Leben nicht entscheidend prägen darf. Das ist Gender Kompetenzzentrum Berlin 2006. Das heißt, darin steckt ein totalitärer Anspruch. Ja? Wenn es so ist, dass das Geschlecht das Leben prägt, ja, wenn es einfach so ist, weil die Menschen es so wollen, ja, weil Frauen einfach mehr Tendenz in die eine Richtung haben, mehr Tendenz in die andere Richtung, statistisch. Und ich will dir jetzt aber sagen, nein, das darf nicht sein, ich zwänge die Lebensläufe müssen sich angleichen, dann ist das etwas Totalitäres, das ist nicht Freiheit, ja.
Und hier ist auch so, dass sich das gesellschaftliche Leben nicht richtet nach dem, wie es ist, sondern nach einer Ideologie. Und das ist das, was wir haben bei Pippi Langstrumpf, nicht wahr? Ich richte mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja? Gleichheit und Gerechtigkeit können nur erreicht werden, wenn die Ordnungskategorie Geschlecht abgeschafft wird. Das heißt, man möchte es auch als Ordnungskategorie in der Gesellschaft ganz raushaben. Und das war auch jetzt im Gerichtsurteil vom Verfassungsgericht zum sogenannten dritten Geschlecht. Da steht tatsächlich in dem Urteil drin, wird dem Staat nahegelegt, die Ordnungskategorie Geschlecht ganz abzuschaffen. Haben sie bisher noch gar nicht gemacht, aber es wird dort nahegelegt, in unserem eigenen Verfassungsgericht. Ja? Verschiedenheit ist bei diesen Leuten sozusagen Ungerechtigkeit und Diskriminierung. Verschiedenheit soll irgendwie wegradiert werden, künstlich. Nächstes Bild. Hier wird ein ganz einfacher Trick angewendet. Und zwar, das ist jetzt wirklich ein Trick, den man mal kapiert haben muss, dann weiß man, was da überhaupt passiert. Man kann nämlich den Menschen aufspalten in drei Aspekte, wenn man das will. Und zwar drei Aspekte, die eigentlich in einem harmonischen Zusammenhang stehen. Ich nehme das biologische Geschlecht, auf Englisch Sex. Ich nehme das subjektiv gefühlte Geschlecht, beziehungsweise die soziale Geschlechtsrolle, das ist Gender. Und ich nehme das sexuelle Begehren, das ist Desire. Normalerweise steht es in einem inneren Zusammenhang. Also jemand, der biologisch ein Mann ist, der fühlt sich auch als Mann. Und es ist so, dass natürlich es in der Pubertät gibt es eine Phase der Aneignung der eigenen Geschlechtsidentität. Und diese Aneignung der Geschlechtsidentität ist ein hochsensibler Prozess. Das kann auch mal dazu führen, dass ein Kind oder auch ein Jugendlicher sagt, hoppla, nee, ich fühle mich eher dem anderen Geschlecht zugehörig. Und es gibt auch eine kleine, winzig kleine Kerngruppe von Leuten, die tatsächlich diese andere Geschlechtsrolle anstreben, subjektiv. Aber das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, dass eine natürliche Einheit bildet, das biologische Geschlecht und das gefühlte Geschlecht. Und dass das eben nicht einfach als Geschlechtsrolle einem zugewiesen wird, sondern dass das sozusagen im Zusammenspiel mit der Gesellschaft sich aus der Biologie heraus da auch dann entsprechend als Identität so entwickelt. Das sexuelle Begehren ist natürlich so, dass das auch normalerweise zum anderen Geschlecht hingeht. Das andere Geschlecht wird als das eher Unbekannte, das eher Nominose, das etwas Fremde erlebt und wird dadurch auch sexuell aufgeladen, da entsteht diese Spannung. Und die Same-Sex-Attraction, das heißt, dass es auch gibt, dass es Menschen gibt, die sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlen, das hat natürlich, kann man viel drüber reden, diskutieren, woran das liegt oder wie sich das entwickelt hat, dass das eigene Geschlecht sozusagen sexuell attraktiv ist. Das ist eine Minderheit, die von stabil homosexuellen 1,5%, mehr sind es nicht, ja, entgegen dessen, was sonst so verlautet. Instabil homosexuell, also Leute, die auch so und so empfinden, bisexuell kann man sagen, sind es 5%, also insgesamt, wenn man die dazu rechnet, die stabil homosexuellen. Und die haben natürlich den Nachteil, dass sie keine natürliche Familie bilden können. Und es sind auch andere Nachteile, die damit verbunden sind, homosexuell zu sein, die nicht einfach bedingt sind durch Diskriminierung in der Gesellschaft. Aber das ist auch ein Riesenkapitel, das ich jetzt nicht ansprechen will. Aber diese Aufteilung, man nimmt sozusagen Minderheiten, man nimmt Homosexuelle, um zu sagen, hoppla, sexuelles Begehren ist ja etwas Variables. Das ist ja gar nicht gebunden an die Geschlechter. Das kann so und so sein. Man nimmt diese wenigen Fälle von Leuten, die sich die biologische Geschlechtsidentität nicht aneignen als subjektive Identität, um zu sagen, ja, das sind ja zwei verschiedene Dinge, das biologische Geschlecht und das gefühlte Geschlecht. Und wenn man das mal wirklich auseinander dividiert hat und gar nicht nach dem inneren Harmonie und Zusammenhang fragt, dann kann man das als Baustein sozusagen verwenden. Ja? Und das kann man dann, wird dann rekonstruiert zu einer Vielfalt von Sexualitäten. Ja? Das zeige ich gleich noch.
Und aus diesen Vielfalt der Sexualitäten entsteht eine Vielfalt der Lebensformen. Und um diese, man könnte natürlich sagen, ja, Sexualität ist Privatsache und das ist ja völlig okay, wenn jemand in einer homosexuellen Partnerschaft lebt oder wenn jemand transsexuell in einer Partnerschaft lebt, ist ja alles okay. Ich kann als transsexueller Mann, wenn ich mich als Frau fühle oder mich dann auch als Frau anziehe oder auch umoperieren lasse, kann ich sowohl eine Frau begehren als auch einen Mann. Da kann ich sagen, das ist Privatsache. Sexualität ist generell Privatsache. Ein öffentliches Interesse besteht an der Sexualität eigentlich nur da, wo es um Schutz vor Missbrauch geht oder aber auch um die optimale Aufzucht von Nachkommenschaft, Kinder, dass der Staat und die Gesellschaft ein Interesse hat, zum Beispiel an Familien, damit die nächste Generation heranwächst. Alles andere ist Privatsache, geht eigentlich niemandem was an. Und das haben diese LTGB oder LGBT-Leute, die sozusagen die Aktivisten dieser Gruppierung und Gender-Leute, die haben das verstanden, dass die gesellschaftliche Bedeutung der eigenen Lebensform sich aus Kindern speist eigentlich und ansonsten eher Privatsache wäre. Und deshalb wird hier die Forcierung der Reproduktionsmedizin ist ein wichtiger Baustein, Leihmütter, Samenspende und Samenbank. Diese ganze Reproduktionsmedizin, die man eigens nochmal kritisch hinterfragen kann, vor allem was die Folgen für die Kinder anbelangt, aber auch für Frauen, damit wird sozusagen eine Fruchtbarkeit suggeriert und darüber wird die Bedeutung dieser Lebensformen, dieser sozusagen anderen Lebensformen gehypt und nach oben gehoben. Ja? Nächstes Bild bitte. Ja, und jetzt kommen wir dann zu 60 Geschlechtern, das wird als Geschlechter dann bezeichnet, ja. Und da kann ich, das habe ich mal so zusammengestellt, und da kann ich jetzt nur mit diesen, indem ich den Menschen in drei Bereiche zerglieder, zum Beispiel hier, jemand ist biologische Frau, also für die, die Videos schauen, rechts das vierte von unten, also Sex, Frau, Gender, gefühlt, sie fühlt sich als Mann und sie begehrt, ist bi, sie begehrt beide, Männer und Frauen. Also das, daran sehen Sie, wenn ich mal so denke, dann kann ich dann ganz viele konstruieren. Ob es in der Wirklichkeit überhaupt solche Menschen gibt und wie häufig sie gibt, spielt dann gar keine Rolle. Ja? Nächstes Bild bitte. Ja, das ist ja wichtig, dieses Umerziehungsprogramm. Das Gender Manifest Berlin, übrigens, das kommt von Gender Kompetenzzentrum Berlin. Aus dieser Gruppe heraus ist Susanne Beer, eine Verfassungsrichterin bei uns von den Grünen, die also maßgeblich auch Gesetze wie zum Beispiel zum dritten Geschlecht und so mitbestimmt, die kommt aus dieser Gruppe. Und hier möchte ich mal einfach nur kurz vorstellen, was in diesem Manifest drinsteht. Ich habe das so zusammengefasst. Und das ist ein Umerziehungsprogramm des Volkes, ja. Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit benennen. Die Menschen sollen lernen, dass die Zweigeschlechtlichkeit nicht etwas Natürliches ist, sondern etwas Konstruiertes ist. Geworden sein von Gender nachzeichnen. Das heißt, so, dass ich mich als Mann fühle, das soll ich jetzt sozial nachzeichnen, dass man durch Rollenzuweisung und so weiter ich dazu geworden bin. Dann Gender dekonstruieren, Spielräume für Vielfalt eröffnen. Also ich soll bewusst Menschen irritieren und vor allem auch Kinder, die machen sich auf die Kinder ran, dass man gar nicht erst in eine feste Geschlechtsrolle hineinwächst oder die eigene Geschlechtsrolle in Frage stellt. Wofür das gut sein soll, steht nirgendwo. Ja? Verlernen von Geschlechterstereotypen, das heißt, ich soll das verlernen, mein männliches Verhalten, zum Beispiel die Geschlechterordnung irritieren, für Unabgeschlossenheit des eigenen Identitätsverständnisses motivieren. Ja? Also ich soll die Leute motivieren, dass sie sich nicht so sicher sind, was ihre Geschlechtsrolle anbelangt. Und das trägt bereits Früchte. Ja? Wir haben es medial in den Jugendkanälen, unsere ARD und ZDF haben an den Erwachsenen vorbei 250 Jugendkanäle in den in Facebook, Instagram und was weiß ich alles. Und in diesen Jugendkanälen, aber auch auf
Netflix und so weiter wird pausenlos, wenn Sie da mal reingehen, ist Tag für Tag wird diese Ideologie dort angesprochen. Und das hat zur Folge, dass in der hochsensiblen und vulnerablen, also verletzlichen Phase der jungen Menschen, wo man sich die eigene Geschlechtsrolle aneignet, wo es wichtig ist, dass der Papa mit dem Sohn Bergsteigen geht, das hat irgendwie sich gefestigt, oder die Tochter, die Mutter mit der Tochter einkaufen geht, wie auch immer, dass in dieser sensiblen Phase der Geschlechtsaneignung wird das rein, kommt das rein und die Ambulanzen in München, diese Geschlechts, wie heißen sie, transsexuellen oder Ambulanzen, die es da gibt, von den Kinder- und Jugendpsychiatrien, sind überlaufen, ja, und die haben mehr als das Tausendfache als vor wenigen Jahren, so sind die Zahlen, auch in London. Und es gibt einen großen Aufschrei unter den Kindern und Jugendpsychiatern, dass sie gar nicht mehr wissen, wie sollen sie damit umgehen. Und die stecken sich auch untereinander an. In Bayern war ein ganzes Dorf, wo die 16-Jährigen plötzlich in der Ambulanz auftauchten, ja, weil sie da verwirrt wurden. Nächstes Bild. Also die sexuellen Minderheiten werden instrumentalisiert. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass in meiner Praxis, ich habe viel auch mit Homosexuellen zu tun gehabt, einfach ganz normal, weil natürlich bei mir auch Homosexuelle genauso auftauchen für eine Behandlung wie andere. Und ich habe eigentlich einen Aktivisten bei meinen Patienten noch nie gesehen. Die Homosexuellen wollen eigentlich, die leben ihr Leben im Beruf, haben vielleicht einen Partner, und die wollen in Ruhe gelassen werden und wollen sich frei fühlen. Und das ist auch weitgehend der Fall, zumindest da, wo ich lebe, bis in die Dörfer rein, wird das okay. Aber es ist nur ein Teil von denen, ist wirklich aktivistisch. Und auch ein Teil von Transsexuellen, Transgender, Intersexuellen, ist ein eigenes Kapitel, kann ich jetzt nicht darauf eingehen. Die meisten sind überhaupt nicht aktivistisch, aber die werden instrumentalisiert über die aktivistischen Gruppen für dieses Gesamtkonzept der sexuellen Vielfalt. Nächstes Bild bitte. In der Politik, man möchte also die statistische Gleichheit zwischen den Geschlechtern anstreben. Das sollen deshalb auch Quotenregelungen. Ja, das will man ja jetzt auch bei anderen, auch bei Migranten und so weiter nicht. Die sollen sich das nicht erwerben durch gute Sprachkenntnisse und sich bewerben um den öffentlichen Dienst, sondern sollen per Quote reinkommen. Abwertung elterlicher Kindererziehung, Propagierung von Fremdbetreuung. Gerade hier in der ehemaligen DDR hat man sehr schlechte Erfahrungen mit den Krippen gemacht. Die wissenschaftlichen Daten für Krippen sind schlecht. Es ist nicht günstig für Kinder, in der Krippe zu sein. Auch im Einzelfall können die das gut überstehen, aber insgesamt sind die Daten schlecht. Ich kann es bestätigen, mit solchen Patienten auch gearbeitet. Und wir hatten eine sehr schöne Tagung in München, wo ehemalige Krippenkinder, die jetzt Sozialpädagogen sind und so weiter, berichtet haben über ihre Krippenerfahrung und eben gesagt haben, wie kann das sein? Die DDR ist untergegangen und jetzt wird wieder Krippenbetreuung sozusagen forciert. Ja? Staatlich gelenkte Bekämpfung von Geschlechterstereotypen und so weiter. Vereine und Initiativen, die nicht nach den Gendervorgaben der Länder arbeiten, wird Gemeinnützigkeit aberkannt. Also es dringt in die Politik ein. Nächster Punkt. Kann man jetzt nicht alles. So, jetzt geht es um die Kinder. Die Umsetzung der Genderideologie bei den Kindern. Nächster Punkt. Ja, das ist jetzt ein. Das ist jetzt ein Manual für Lehrer. Und zwar, es geht um 6- bis 12-jährige Kinder. Und dieses Manual wurde erstellt von einem Verein namens Selbstlaut in Wien und wurde gefördert von der österreichischen Bundesregierung, von der österreichischen Ministerium für Bildung. Und ich will nur mal ganz kurz zeigen, was in so einem Manual drinsteht. Wir haben hier 16 Familienbilder und von diesen 16 Familienbildern sind nur 2 Vater, Mutter, Kind. Ja? Die natürliche biologische Familie, Vater, Mutter, Kind, nur 2. Wir wissen, dass in unserer Gesellschaft 80% der Kinder werden mit ihren biologischen Eltern groß. Jetzt mal die nach der Geburt Adoptierten mit reingerechnet, aber die werden mit ihren Eltern groß. Und hier statt 80% haben wir hier eine Minderheit. Und diese beiden Familien haben einen ironischen Untertitel. Ja?
Bei dem einen steht die sogenannte traditionelle Familie und hier steht die Familie ohne Pille. Ja? Also es wird ironisierend den Kindern hier dargemacht. Hier ist gleichgeschlechtliches Paar mit zahlreichen Kindern. Woher die die haben, weiß ich nicht. Und so weiter. Nächstes bitte. Dann hier, das ist, können Sie sich sicher mal anschauen, genauer. Das heißt, man findet die Zeugung zwischen Mann und Frau, die natürliche Zeugung durch die Vereinigung von Mann und Frau. Und diese Vereinigung hat ja Bedeutung in der Ehe, nicht wahr? Das ist eine Vereinigung vom ganzen Leben, eine Vereinigung des Leibes, der Seele. Und das ist ja etwas, was familienbildend ist, generationenbildend ist. Diese Vereinigung ist denen schon zu viel. Es wird als eine von 8 Möglichkeiten den Kindern vorgestellt, ja. Eine von 8 Möglichkeiten ist die Schwangerschaft nach einer Zeugung. Und innerhalb dieser Zeugung, das erspare ich Ihnen jetzt, wird es auch nochmal pluralisiert. Bitte das nächste Bild. Collagen. Es werden Collagen gemacht von inneren Geschlechtsorganen, weiblich, männlich. Und es sind 4 Collagen. Davon sind von den 4 Collagen sind 2 intersexuell, das heißt nicht eindeutig einem Geschlecht zugehörig, und 2 normal weiblich-männlich. Solche, es sind ungefähr 2 von 10.000 Geburten, ja, wo es irgendwie eine Uneindeutigkeit, zumindest optische Uneindeutigkeit der Geschlechter gibt. Und hier wird es dargestellt, wie wenn es 50% wären. Ja. Das ist also die Manipulation der Kinder. Nächstes Bild. Hier ein Haus der Vielfalt. Hier werden Kinder gezeigt mit sexuellen Aktivitäten, Analverkehr, gleichgeschlechtlich und was weiß ich. Also ich erspare das. Wir haben hier ein Kind unter uns, Jugendliche, ich erspare das. Nächstes Bild. Hier der neue Puff für alle. Das ist jetzt aus einer deutschen Publikation, einer maßgeblichen Sexualpädagogin. Das ist die Tuida, heißt sie, Elisabeth Tuida. Da sollen Kinder beziehungsweise Jugendliche ein Bordell entwerfen, in dem der geschlechtergerecht oder gerecht ist für verschiedene, für Behinderte und für verschiedene Leute und Bedürfnisse verschiedener Leute. Das nächste, das ist halt Love-Tour, oberösterreichischer Bus, der Aufklärungsbus, und die armen Kinder, Jugendlichen müssen mit solchen, müssen sich so fotografieren lassen. Ja. Nächstes Bild, das sind die verschiedenen Vereine in Deutschland, Schweiz, Österreich, die sich da die Bälle zuspielen, die alle eigentlich auf diesen Sexualpädagogen Uwe Sieler zurückgehen. Ich möchte das nicht weiter hier vertiefen. Nächstes Bild. Hier kam jetzt allmählich, kommt es hoch in der Neuen Zürcher Zeitung, war jetzt ein Artikel zwischen Gender und Klima, wie der öffentliche Rundfunk junge Menschen auf Instagram indoktriniert. Hier 250 Kanäle, immerhin, die Neue Zürcher hat das gebracht. Nächstes Bild. Hier zeigt sich der Anstieg über die Jahre von Leuten, die sich nicht mehr sicher sind, welche sexuelle Orientierung sie haben. Nächstes Bild. Dann noch nächstes Bild. Auch hier sind die Anstiege. Ich kann das nicht vertiefen, die Zeit läuft davon. Nächstes Bild. Was steckt hinter dieser Vielfalt? Herr Pistner, habe ich noch ein bisschen? Jetzt ist gerade eine Stunde rum. Oder ist es, geht's noch ein bisschen, ja? Also jetzt kommt die Kritik an diesem Konzept auch nochmal. Homosexuelle sind 1,5% der Bevölkerung stabil homosexuell. Die Homosexuellen stellen ihr Geschlecht überhaupt nicht in Frage. Ich habe noch nie einen Homosexuellen gesehen, der gesagt hatte, ich bin kein Mann. Oder ich habe noch nie eine homosexuelle Frau gesehen, die gesagt hätte, ich bin keine Frau. Das heißt, für sie hat auch Vater und Mutter, wenn ich mit dem Psychotherapie arbeite, Vater und Mutter hat für sie die gleiche Bedeutung wie für Nicht-Homosexuelle. Ja? Das heißt, die Homosexuellen denken sehr wohl in dem binären Geschlechtsordnung. Und sie fühlen sich auch entsprechend da reingebunden in ihrer ganzen Vergangenheit, in der Familie. Und insofern ist es auch nicht diskriminierend, wenn ich im Schulunterricht primär mal die Geschlechterordnung Mann-Frau anspreche. Das ist nicht diskriminierend für Jugendliche, die später sich zu Homosexuellen entwickeln oder schon gegenwärtig sich homosexuell empfinden. Sie haben praktisch einen später Homosexuellen oder bereits schon homosexuell Empfindenden auf 50 Kinder. Das heißt, in 1 bis 2 Schulklassen ist einer.
Ja. Dann Transsexualität, 0,3 bis 0,6% der Bevölkerung. Auch die Transsexuellen, das sind diejenigen, die sich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen und manchmal auch tatsächlich wollen, dass sie umbenannt werden, dass sie eine Operation kriegen, dass sie Hormone nehmen und so weiter und auftreten, sozusagen gesellschaftlich dem anderen Geschlecht zugehörig auftreten. Diese stellen die binäre, das heißt die polare Geschlechtsordnung Mann-Frau auch nicht in Frage, sondern im Gegenteil, sie bestätigen sie durch den dezidierten Wunsch, wenn ich den dezidierten Wunsch hätte, eine Frau sein zu wollen, die kleiden sich auch oft besonders klischeehaft, ja, interessanterweise, bestätige ich die binäre Geschlechtsordnung und stelle sie gar nicht in Frage. Ja. Intersexualität, das ist eine Störung der Entwicklung der Geschlechtsorgane, die gehören eigentlich da überhaupt nicht rein. Es gibt kein drittes Geschlecht. Es sind 100% der Menschen anhand der Chromosomen einem der beiden Geschlechter zuzuordnen. Fast alle sind auch in der Ausprägung der Geschlechtsorgane ziemlich eindeutig einem Geschlecht zugehörig und fühlen sich dort auch sicher und zugehörig. Und das dritte Geschlecht ist eine Kopfgeburt. Man kann, so eine Identität gibt es gar nicht. Da könnte man noch länger drüber reden. Die haben dann meistens auch noch andere Störungen. Die brauchen noch irgendwelche Medikamente und andere. Also das zu normalisieren ist auch ein Problem, weil es noch andere Probleme gibt körperlicher Art. Ja? Nächstes Bild. Wir haben eine hohe Fluidität, deshalb ist es auch gefährlich, an die Jugend heranzugehen und die Jugend aufzuwühlen mit diesem Thema. Und zwar die Wahrscheinlichkeit, dass ein Jugendlicher nach einer in der Pubertät, wenn er aus der Pubertät rauskommt, dass wenn er homosexuell empfunden hat, dass er nach der Pubertät heterosexuell empfindet, also nicht mehr homosexuell empfindet. Diese Wahrscheinlichkeit ist 25 Mal höher als die umgekehrte. Dass jemand, der heterosexuell empfunden hat, im Laufe der Pubertät dann homosexuell empfindet. Ja? Also daran sehen wir, die natürliche Tendenz ist es, aus der homosexuellen Phase in der Pubertät eigentlich wieder rauszukommen. Und es ist auch von Vorteil. Man kann eine natürliche Familie gründen, man hat auch andere Dinge, weniger Probleme. Und zwar, das könnte ich vertiefen, das Thema. Ich kann nur sagen, statt irgendwelche Jugendhäuser zu bauen, so wie man es macht, und Jugendhäuser zu eröffnen, wo Jugendliche bereits sozusagen in diese Fluidität hineingedrückt werden und auch experimentieren sollen, sexuell experimentieren sollen, ist es besser zu fragen, inwieweit kann ich Jugendliche begleiten und stärken in ihrer eigenen Identitätsentwicklung. Nächstes Bild. Vielfalt der Lebensformen auf dem Prüfstand, nicht wahr? Ich möchte dazu sagen, kann man jetzt eine Spur heller machen, jetzt ist schon arg dunkel, dass man vielleicht noch ein bisschen Licht macht, sonst vielen Dank. Es ist so, die Brüche in unserem Leben, die wir haben und die wir hier, fast jeder von uns gibt es irgendwelche, der eine oder andere kommt aus einer Patchwork-Familie oder dies oder jenes oder man ist als uneheliches Kind geboren, hat entsprechend dann einen Stiefvater und so weiter. Wie auch immer, das ist normal, unser Leben ist so, dass wir Brüche haben im Leben und dass unser Leben nicht perfekt ist, ja. Nur, es geht auch gar nicht darum, das abzuwerten. Im Gegenteil, ich selber auch als Psychotherapeut oder auch privat, ich unterstütze natürlich Menschen in Patchwork-Familien, Menschen in der Art und Weise, wie sie ihr Leben auch konstruieren oder wie sie überleben. Nur, wir haben in der Gesellschaft so die Vorstellung, wenn man Unterschiede benennt, Unterschiede, was die Qualität anbelangt, was erstrebenswert ist, wenn man das benennt, dass man dann diskriminiert und dass man dann den anderen abwertet. Und dagegen wehre ich mich. Ja, ich kann, was weiß ich, sagen, ich bin geschieden, ich habe wieder verheiratet, ich habe ein Kind aus erster Ehe. Es ergeben sich dadurch allerhand Probleme. Okay, das ist so gelaufen,
aber es ist ja nicht so, dass ich das angestrebt hätte. Es ist ja nicht so, dass Leute vor dem Traualtar stehen und sagen, du, ich habe dich wahnsinnig gern, aber in 15 Jahren würde ich gerne wieder mit jemand anders vor dem Traualtar stehen. Ja, das sind ja Verletzungen, die hinter den anderen Lebensformen stehen. Ja, und diese Verletzungen, die kann man nicht einfach unter den Teppich kehren. Und das tut den Kindern auch gar nicht gut, wenn man sie unter den Teppich kehrt, weil sie müssen auch aufgearbeitet werden. Also die natürliche Familie hat einen enormen Vorteil. Erstens, sie hat die Tendenz, dass man ein Kind wird gegenüber der Reproduktionsmedizin nicht mit Absicht, sozusagen will man ein bestimmtes Geschlecht haben, sondern man nimmt das Kind so an, wie es einfach kommt. Ja? Es ist eine gewisse Fraglosigkeit der Annahme des Kindes. Ja? Es gibt eine Erleichterung im Umgang durch die genetische Ähnlichkeit. Patchwork-Familien, dahinter steckt immer Brüche und Leid. Ist also nicht etwas, was man anstrebt. Es ist der zweitbeste Weg. Ja? Es gibt konkurrierende Bindungen und Identifikationen. Kann jeder ein Lied von singen, der Patchwork-Familie gelebt hat oder gut kennt. Ja? Wie die Kinder bereits lernen, was darf ich bei der Mutter sagen über den Vater, bei dem ich am Wochenende war. Und. Da gibt es sehr komplizierte Gefüge, die manchmal gut funktionieren und manchmal nicht so gut funktionieren. Es ist auf jeden Fall komplizierter, normal, statistisch komplizierter als bei der natürlichen Familie. Ja? Es gibt auch langfristig Nachteile für die Kinder gegenüber dem sogenannten Goldstandard. Ja? Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare. Ja? Die Kinder werden über ihren zweigeschlechtlichen Ursprung getäuscht. Ja? Die erfahren das erst später. Optimale Voraussetzungen der Identitätsentwicklung werden vorenthalten. Ja? Das ist nun mal männlich-weiblich. Ja? Vorenthaltung der Trauer durch Normalisierung. Das heißt, das Kind oder der Jugendliche soll ja auch trauern, dass er keinen Vater gehabt hat zum Beispiel oder keine Mutter gehabt hat. Und es soll auch die Nachteile, muss man auch aufarbeiten. Und durch eine gesellschaftliche Normalisierung wird es vorenthalten. Ja? Es werden Rechte Erwachsener über die Rechte der Kinder gestellt. Ja? Auch Adoption ist eine tolle Sache, Adoption. Aber statistisch gesehen hat es auch Nachteile. Es ist für ein Kind natürlich besser, wenn die Bedingungen natürlich entsprechend sind, bei der eigenen Familie, bei der eigenen biologischen Familie groß zu werden. Ja? Nächstes Bild. Hier gibt es allerhand Studien, aus denen völlig eindeutig hervorgeht, dass der Goldstandard, also die intakte biologische Familie, IBF, Intact Biological Family, einfach Vorteile hat hinsichtlich des langfristigen Outcomes, was berufliche Stabilität anbelangt, Stabilität von Beziehungen, Konflikt mit dem Gesetz, Suchtverhalten und. Also langfristige Perspektive ist aus dieser biologischen Familie enorme Vorteile. Und auch die gleichgeschlechtlichen Familien haben hier enorme Nachteile. Nächstes Bild. Wir sehen jetzt, wie diese Ideologie über den Staat drüber gelegt wird und der Staat selbst sich daran beteiligt. Ja, wir sind hier Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Also wir kommen jetzt auf die Diversity-Ideologie jetzt nicht nur in Bezug auf die Geschlechter und die Sexualität, sondern auch auf andere Bereiche. Hier, wir sind Rechtsstaat, wir sind Liebe, die bleibt und ein Land, das dazulernt. Das heißt, der Privatbereich der Sexualität, an dem eigentlich kein öffentliches Interesse besteht, außer, wie gesagt, Schutz vor Missbrauch oder Kinder unter optimalen Bedingungen, wird raufgezerrt, betont, gehypt und uns suggeriert, dass wir das in besonderer Weise würdigen müssten. Das nächste Bild hier, das ist ein jüdischer Jugendlicher und ein muslimischer Jugendlicher. Wir glauben an die Freiheit und an die Freiheit des Glaubens. Wir sind Rechtsstaat, Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Wir sehen hier die Frage, was bedeutet es, dass zum Beispiel die islamische Religion, was ist das für eine Religion? Was steht im Koran? Wenn einer sich mit dieser Religion identifiziert, wie passt das zu dem, wie wir organisiert sind?
mit unserer christlichen geprägten Kultur, mit unserem Verständnis von Rechtsstaat, mit unserer Säkularität, der Trennung zwischen Religion und Staat und so weiter, passt das da überhaupt rein? Ja? Das wird einfach weggewischt. Ja? Man könnte sagen, na okay, klar, wenn wir Muslims haben, müssen die auch frei leben können, aber es ist nicht sinnvoll, möglichst viele von dieser Religion bei uns zu haben. Ja? Es ist nicht sinnvoll, oder wenn wir sie da haben, dann müssen wir halt auch ein bisschen mehr darauf achten, dass sich das nicht in eine falsche Richtung entwickelt. Nein, da wird einfach drüber gelegt, es ist ja alles so wunderbar, weil wir so vielfältig denken. Ja? Also es ist auch eine Verleugnung der Realität und wir müssen das alles super finden. Nächster Punkt. Hier ist das Urteil zum dritten Geschlecht. Dazu können Sie gerne, ich kann das gerne schicken über den Herrn Pistner, wer das nachfragt. Da gibt es einen Artikel von mir in der Jungen Freiheit. Kann man über das Urteil nachlesen. Vielleicht möchte ich eines herausstellen. Die Ideologie, die heute herrscht, geht folgendermaßen. Wenn jemand drei Gliedmaßen hat statt vier, dann war es bisher üblich zu sagen, okay, der hat nur drei Gliedmaßen. Wir müssen über Mitmenschlichkeit und Solidarität versuchen wir diesen Menschen gut durchs Leben zu helfen. Ja? Und das wäre sozusagen die Grundhaltung. Heute ist das nicht mehr so, sondern heute denkt man anders. Man sagt, nein, derjenige, der nur drei Gliedmaßen hat, fühlt sich nur dann wohl, wenn die gesamte Gesellschaft davon abrückt, vier Gliedmaßen als normal anzusehen. Erst dann fühlt sich der wohl. Und dafür müssen wir sorgen. Und genau das ist es. Man sagt, zwar wenn man das nicht entsprechend revidiert, das normative Menschenbild Mann und Frau, so steht es dort in dem Gesetz, von der Susanne Bär offensichtlich geschrieben. Ich vermute, die anderen Richter sind in den Sommerferien gegangen, haben gesagt, ach Susanne, du hast dich da schon so viel mit beschäftigt, schreib du das mal, so liest sich das Gesetz. Ja. Das ist also notwendig, diese Revision, da sonst die Betroffenen in ihrer individuellen Identität nicht im gleichen Maße und in gleicher Selbstverständlichkeit wahrgenommen werden wie weibliche oder männliche Personen. Also wir müssen komplett unser Denken über Mann, Frau als natürliche Konstellation so stark ändern, damit sich diese Minderheit von 0,2 auf 10.000 Geburten wohler fühlt, ja. Also das ist tatsächlich, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Nächster Punkt, nächstes Bild. Jetzt kommen wir nämlich zu einem ganz interessanten Ergebnis, ich habe es gleich. Und zwar in Österreich sind jetzt, Stand 22.06., also vor 4 Tagen, 4,5 Millionen Menschen haben Erstimpfung Corona gehabt. Und die mussten sich dann nämlich eintragen, welchem Geschlecht sie zugehören. Und auch in Österreich kann man ein drittes Geschlecht ankreuzen. Von 4,5 Millionen haben 20 das angekreuzt. Ja? Und die sind alle aus einer jüngeren Altersgruppe, wo man auch nicht weiß, haben die das aus ideologischen Gründen angekreuzt. Ja? Das muss man auf 4,5 Millionen 20. Ja? So, ich finde, das ist bezeichnend. Das nächste Bild. In der Wirtschaft kommt es rein, die Gender-Ideologie, nächstes Bild. Studium, Gender Studies, wir haben 200 Lehrstühle in Deutschland. Nächstes Bild, hier wird das auch im Internet gezeigt, was die da studieren. Doing Gender, Bedeutung, Konstruktion und Dynamik von Geschlechter und Geschlechtsverhältnissen, also auch das Konstruierte, Intersektionalität, Minderheiten, dann hier Queer-Theorie, kritische Weißenforschung und so weiter. Also dieser ganze Bereich ist enorm ausgeweitet. Nächstes Bild. Jetzt kommt es auch zur Infragestellung der generationalen Ordnung. Die Ordnung Großeltern, Eltern, Kinder wird auch schon gesehen als eine gesellschaftlich konstruiertes Herrschaftsinstrument. Also nicht als eine natürliche Gegebenheit, dass der eine mehr Lebenserfahrung hat als der andere und dass hier verschiedene Solidaritätszusammenhänge sind in der Familie, sondern man dringt in die Familie ein und sieht hier, natürlich gibt es Herrschaftsverhältnisse in der Familie, auch negative Erscheinungen, aber es wird vorrangig in dieser Weise in die Familie hineingeschaut. Ja. Kindheit wird als Modus der Reproduktion fundamentaler sozialer Ungleichheit greifbar. Ja. Nächster Punkt. Also es ist so, dass wir, und damit komme ich zum Schluss, wenn man ein bisschen weiter hinterleuchtet, ist das Interessante, dass
die ganz großen Kapitalisten dieser Welt und die, auch bei uns, die großen Industrie, die stand früher, die freie Wirtschaft, die große Wirtschaft, nicht der Handwerker hier vor Ort, die ganz große Wirtschaft, die stand früher in einem relativen Bündnis zu den konservativen Kräften einer Gesellschaft. Ja? Und zwar deshalb, weil da war die Konstellation zum Kommunismus, der sozusagen wirtschaftsfeindlich war. Und heute hat sich das geändert. Wir haben eine Elefantenhochzeit zwischen den ganz großen Playern BlackRock und was weiß ich, Bill Gates, aber auch bei uns jetzt Audi und so weiter, die diese Ideologie aufgreifen und damit auch ein Stück weit die Linke und den Kulturmarxismus kauft. Und durch diese Elefantenhochzeit werden die auch so stark und haben diese Stärke und haben da auch das viele Geld. Nächstes Bild. Da gab es zu einem guten Artikel in der Welt, die auch das aufgedeckt haben, warum sich Konzerne nun der Generation Greta andienen. Ja, da ist dieser Zusammenhang auch, habe ich zum ersten Mal im Mainstream-Medium gesehen, dass das auch so raufkam. Nächstes Bild. Ja, das liebe ich einfach hier, weil es so gut zutrifft. Nächstes Bild. Ich danke Ihnen. Kommen wir zum Schluss. Vielen Dank, Herr Dr. Spemann, für diese Übersicht. Schaff dir die Welt, wie sie dir gefällt, und du wirst scheitern. So würde ich das direkt sehen. Und ich glaube, das hat der eine oder andere auch in Beispielen, die er in seinem Leben beobachtet hat, auch so feststellen können. Nun, wir haben etwas überzogen, ganz gemeinsam. Wir haben auch ein bisschen knapp angefangen. Aber es muss trotzdem so möglich sein, einige Fragen zu stellen. Darf ich, gibt es Fragen von Ihnen? Die ganze Geschichte kommt ursächlich aus US-Amerika. Habe ich das richtig verstanden? Wie immer. Naja, die Frage ist, also da, wo ich herkomme, hat man das ganz einfach Dekadenz genannt. Kann man das so stehen lassen? Denn das ist, das kann ein normaler Mensch gar nicht mehr glauben, was da abläuft. Es kommt aus den USA, die Ideologie selbst kommt aus den Universitäten der USA und das kann man auch sehr gut aufschlüsseln. Was die Dekadenz anbelangt, würde ich Folgendes sagen. Ich glaube, wenn es uns an den Kragen geht, wirtschaftlich und was weiß ich wie, dass das tatsächlich sehr schnell verschwinden würde. Ja, weitere Fragen bitte. Also die Vertreter sehen das natürlich als Fortschritt an. Ja. Ah ja. Die Frage bei einer Ideologie, die so einen rasanten Siegeszug, muss man ja sagen, hingelegt hat. Also das sind ja Ideen, die vor 20 Jahren Kopfschütteln hervorgerufen hätten und wo man heute sozusagen, wenn man sie nicht teilt, Kopfschütteln hervorruft. Die Frage ist ja, was ist die Kraft dahinter? Wem nützt das? Oder es ist ja, man kann ja sich einiges überlegen, wem das schadet, aber es muss ja irgendwie, also so eine Erfolgsgeschichte muss ja irgendeine treibende Kraft haben, irgendeinen Nutzen, den man sich davon erhofft. Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Ich meine, vor 15 Jahren ist in der rot-grünen Koalition Gender Mainstreaming als Staatsziel beschlossen worden. Und zwar ohne Diskussion und ohne Abstimmung. Martin, ich müsste darüber jetzt ein bisschen nachdenken eigentlich. Ich müsste darüber nachdenken, um diese Frage zu beantworten. Ich glaube, dass ohne die Elefantenhochzeit, die ich hier dargestellt habe, das schwer möglich wäre. Und es gibt auch ein interessantes Buch von einer Frau, ich habe den Namen jetzt vergessen, ich habe es jetzt auch nicht vorbereitet, die ein englischsprachiges Buch, die so dahinter blendet und auch selber bei in Peking dabei war, bei der Weltfrauenkonferenz. Und da herrscht schon so eine Mischung aus einerseits
Bevölkerungsreduktion, wir müssen Sexualität als ein reines Lustelement ablösen von Fruchtbarkeit, von Familie, damit die Menschheit sich langfristig nicht so vermehrt. Ja, das ist durchaus auch ein Gedanke, der dabei ist. Was übrigens auch Unsinn ist, ich habe jetzt gerade mit jemandem gesprochen, der den Obersten von der Weltbevölkerungskonferenz kennt, weiß nicht, wie der heißt, die sind sich inzwischen, wissen die alle, dass unsere Geburtenkurve so abflachen wird in den nächsten 20, 30 Jahren, dass wir werden im Jahr 2050 ein weltweites Problem der Überalterung haben. Das löst sich von selbst, das Problem, das muss man meinen, das, wie auch immer. Aber es gibt auch schon auch eine aggressive sozialistische Dynamik, sagen eine Art Gruppen, die eine Art Ressentiment haben gegen das Gesunde, gegen das Heile sozusagen, die sich da irgendwie benachteiligt fühlen. Und ich glaube, dass die große Wirtschaft auch ein Interesse hat an dem flexiblen, allseits flexiblen Menschen, der nicht gebunden ist an Tradition, an Religion, an Geschlechterverhältnisse, sondern der überall einsetzbar ist, der sagen irgendwie ein abgelöstes Einzelsubjekt ist, ja. Aber es gibt schon auch, muss man sagen, wenn man da tiefer reinleuchtet, eine geistige Entwicklung in den letzten 500 Jahren. Also da gibt es diesen Renaissance-Philosophen, liegt mir auf der Zunge, der schon gesagt hat, der sozusagen den Menschen als den Herrn über die Natur schon dargestellt hat. Wir selbst können unsere Natur bestimmen. Ja, es gibt diese philosophische Tradition, da könnte man lange drüber reden. Und in den geistigen Eliten, die dann letztlich doch auch das Sagen haben, haben da solche Gedanken dann eine Chance im Laufe der Zeit, sich irgendwie durchzusetzen. Und es kommt viel Feigheit hinzu. Ja? Wir haben strukturell durchaus Ähnlichkeiten mit Zeiten, wo der Kommunismus kam, wo Nazizeit kam. Gerade die Professoren an der Universität sind äußerst zurückhaltend. Das ist wie ein Gesslerhut. Das dritte Geschlecht ist wie der Gesslerhut beim Schiller in Wilhelm Tell. Der hat ja einen Hut verehren lassen, dieser eine, ich weiß nicht, wer das war. Und wenn ein Universitätsprofessor heute, bevor der sagt, es gibt kein drittes Geschlecht, obwohl er es weiß, verneigt er sich davor, weil er möchte keine Scherereien haben mit der Geschäftsführung, er möchte keine Scherereien haben mit radikalen Studenten, er möchte nicht geschnitten werden von Kollegen und so weiter. Ja. Worüber wir heute nun noch nicht gesprochen haben, das ist, was mit unserer guten Sprache passiert. Also mittlerweile weiß man ja teilweise gar nicht mehr, wie man die Worte aussprechen soll. Was mich interessieren würde, also es gibt ja diese Dinge, immer dieses Partizip 1 und so weiter, der Geflüchtete im Gegensatz zum Flüchtling und der Backende im Gegensatz zum Bäcker. Gab es denn schon mal so eine Tendenz oder wie ist das bei anderen Ländern? Machen die das ähnlich oder sind wir da allein? Die Ungarn haben dieses Problem nicht, die haben kein solches Personalpronomen, weiblich, männlich in der Sprache. Also was die anderen Länder anbelangt, weiß ich, dass es im Westen diese Tendenzen sehr wohl gibt, im Englischen und im Französischen. Der französische Bildungsminister hat es jetzt einfach für die Schulen verboten, komplett. Ja. Auch obwohl er Sozialist ist, weil die Franzosen, die haben einfach Stolz auf ihre Sprache, Punkt, Amen. Es gibt übrigens Linguisten, ich weiß von einem Linguisten, der einen fantastischen Vortrag gehalten hat, wo er die ganzen Konsequenzen zeigt, in welchen Irrsinn das führt und den ganzen Unsinn. Da gibt es ein Video zu auf YouTube. Ich müsste es raussuchen. Ich bin jetzt kein Linguist, ich habe mich auch nicht so viel damit beschäftigt. Ich will nur eine Sache sagen. Zum Beispiel, die Frauen sind in der deutschen Sprache privilegiert. Wenn ich sage, die Studenten, dann weiß jedes Kind, dass beide Geschlechter gemeint sind. Wenn ich sage, die Studentinnen, dann sind nur die Frauen gemeint. Es gibt kein Pluralwort, das nur die Männer meint. Das ist eine Privilegierung. Ich erlaube mir auch hier nochmal einen Hinweis auf den Verein Deutsche Sprache, die hervorragende Publikationen dazu machen. Und Ines, willst du was dazu sagen zum Verein Deutsche Sprache? Du bist Mitglied, ich nicht. Es
hat einen sehr aktiven Vorsitzenden, einen Herrn Walter Kramer, der sitzt irgendwo in Nordrhein-Westfalen und engagiert sich seit Jahren da eben für den Erhalt der deutschen Sprache. Sie machen auch immer so ein bisschen Wettbewerbe, wo man Stilblüten findet oder wo sonstige lustige oder auch ja zum Schmunzeln anregende, vielleicht auch falsche Verwendungen der deutschen Sprache oder missverständliche Dinge kommen. Aber seit so 2 Jahren hat er sich ziemlich auf das Anti-Gendern eingeschossen und unterstützt zum Beispiel dieser Verein der deutschen Sprache auch Mitarbeiter bei Audi, die an der Stelle dann gezwungen werden sollen, in ihrer internen Schriftverkehr eben nur noch gegendert sich auszudrücken und die das dann eben nicht machen wollen. Also da laufen auch jetzt zum Beispiel Prozesse gegen Audi, was dann über die Mitarbeitervertretung oder Ähnliches kommt. Also diesen Verein der deutschen Sprache kann man gerne unterstützen, kann man googeln, kostet glaube ich nur 20 Euro im Jahr. Da vernetzen wir uns auch als Werteunion damit, offensichtlich. Ja, gibt es weitere Fragen bitte an den Referenten? Ja. Es war Anfang der 90er Jahre, ich komme aus Friedrichroda. Und aus Friedrichroda, der weltbeste Ort. Auf jeden Fall hatten wir damals Vorträge im Rahmen Familienpolitik durch die evangelische Kirche, habe ich mich mit eingeschleust. Und da war schon die Äußerung gekommen, dass hier ein Versuch läuft, in Deutschland ganz speziell, das Thema Familie so zu gestalten, dass Familien abgeschafft werden. Das heißt also, dass hier nach dem Zweiten Weltkrieg ein Programm angelaufen ist, das eine komplette Umstrukturierung der Gesellschaft bedeuten sollte, dass also hier dieses deutsche Bewusstsein, diese alte Struktur des Deutschtums, wie man es heute sagt, zerstört werden soll und dass das dieser Genderismus eine gewollte Agenda ist. Ja, und das fällt ja auch auf diese Sprache ab, ist ja fast ausschließlich im Deutschen zu sehen und das ist ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg offensichtlich geworden und das weiß auch der Verein Deutsche Sprache, dass wir nicht mehr die Wissenschaftssprache sind. Und indem wir die deutsche Sprache zerstören lassen, werden wir uns immer mehr von der Sprache der Wissenschaft entfernen, die wir mal waren. Inzwischen ist es ja Englisch geworden. Und deswegen meine Frage, wie sehen Sie das? Welche Agenda steht da tatsächlich dahinter? Es geht um die Familie vorrangig, den Eindruck habe ich. Ich habe jetzt mich tatsächlich mit dieser Sache der Umerziehung nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt und es stimmt schon, dass in der Ära Roosevelt und nach Roosevelt ist dann nach dem Krieg eine eher linksliberale Richtungsvorgabe gab. Auch man hatte kaum Chance als Konservativer eine Zeitung zu kriegen und so weiter. Diese Tendenz gab, das wurde dann auch abgebrochen. Die amerikanische Richtung hat sich auch geändert dann. Das waren halt Liberale, Linksliberale, aber dass das jetzt direkt gegen die Familie ging, das kann ich so nicht bestätigen und auch nicht Gender. Der Gender-Gedanke, den gab es in dieser Form nicht oder nur wenn dann ganz gering. Also aber man kann ihn aus den Dokumenten, kann man das so nicht schließen. Man muss auch immer sehen, dass die USA natürlich in sich auch ein enorm heterogenes Land ist wie soll ich sagen, da wo das Gift entsteht, ist auch das meiste Gegengift da. Und das ist in den USA dann auch so, nicht? Ich kann das, also so eine direkte Linie kann ich da nicht zeichnen. Aber man kann natürlich sagen, dass diese Impfung der jungen Bundesrepublik mit linksliberaler Richtung, sozusagen von den USA her, weil tatsächlich diese Tendenzen stärker waren damals in den USA, dass das natürlich auch die Chancen, dass sich in Deutschland sowas durchsetzt, erhöht hat. Aber man kann dann auch wieder dagegen halten und sagen, es ist im gesamten Westen läuft es so und nicht nur speziell in Deutschland. Ne? Ja, vielen Dank. Wenn es jetzt keine dringenden Fragen mehr gibt, dann möchten wir uns alle bei Herrn Dr. Spähmann für seinen Vortrag, sein Referat, seine Fahrt hier zu uns herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen morgen noch schönen Tag hier in Thüringen, speziell dann vielleicht auch auf der Buga in Erfurt oder zwischen den drei gleichen. Ich wiederhole nochmal den Dank an allen, die das jetzt hier so mit vorbereitet haben. Ich hatte vorhin schon die Namen genannt.
Ich möchte noch darauf hinweisen, ich habe Ihnen zwei wenige kurze Artikel mitgebracht. Einmal aus der Neuen Zürcher Zeitung, die übrigens schon die jüngere der, es gab auch schon eine ältere Zürcher Zeitung dazu. Die Gender-Theorie ist zwar in Mode, aber dennoch anti-aufklärerisch. Das ist auch wichtig, dass man sieht, nehmen Sie die mit, die Artikel, habe ich Ihnen ausgedruckt, oder wer es gerne etwas theologischer mag, der Schöpfungswahn der Gender-Ideologie vom Renovatio-Institut. Bitte lassen Sie mich nicht vergeblich ausgedruckt haben, nehmen Sie es mit als Argumentationshilfe. Und dann danke ich allen, die gekommen sind und wünsche jetzt im Anschluss einen guten Appetit und später dann gute Heimkunft.